Hallo ihr Lieben, heute gehe ich mit der Hanunana einkaufen. Hallo ihr Lieben, wir machen heute ein Video gemeinsam mit den Spielzeugtestern. Hanna und Ava gehen bei Hanunana einkaufen. Leider wohnen wir ein bisschen weit weg von den Spielzeugtestern, also machen wir die Videos getrennt. Ich glaube, die Hanna war sogar schon shoppen und heute sucht sich die Ava. Wir sehen dich gar nicht, komm mal wieder her. Heute sucht sich die Ava 5 Sachen aus und ich bin schon gespannt, was sich Ava aussucht und wir freuen uns schon drauf zu sehen, was sich Hanna ausgesucht hat. An dieser Stelle auch schöne Grüße an Hanna und Sandra. Wir verlinken euch den Kanal der Spielzeugtester, aber ihr kennt sie ganz bestimmt sowieso schon. Willkommen bei unserem Kanal Geschichten und Spielzeug. Und wir wollen jetzt mal los. Ja. Freust du dich? Wir gehen gerne zu Hanunana. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Hanunana. Hier ist ein bisschen laut. Die haben hier Springbrunnen im Shopping Center. Komm, wir zeigen an euch. Und ihr wünscht euch immer so sehr, dass die Ava einkaufen geht. Und ihr habt euch auch so sehr ein Video zusammen mit den Spielzeugtestern gewünscht. Ja, und jetzt verbinden wir das. Die ist toll, ja. Und schau mal, da hinten gibt es auch Ballons. Hast du die überhaupt gesehen? Ja. Erst als ich gucke, du Marshmallows, aber was immer das heißt, aber ich wollte es nicht. Ja. Schau mal, zwei. Schön. Und jetzt räume ich hier fast ab. Was siehst du? Welche Schweine denn? Schwäne. Schwäne, okay. Das sind Ballons, die im Dunkeln leuchten. Oh, guck mal, da oben gibt es auch das Bienenbuzzelt. Jetzt hast du ja schon 3 Sachen. So, Schatz, dann schau mal, was du noch findest. Du hast ja schon 4 Sachen. Mensch, das ging ja ratzfatz. Soll ich den Ballon halten, bevor du damit noch was abreißt? Ein Pferd zum Anmalen? Ja. Okay, aber guck dich erst noch mal weiter um. Du hast ja schon 5 Sachen. Du kannst ruhig erst mal einpacken. Möchtest doch nicht? Avi. Hier gibt es LED-Glitterkerzen. Da muss ich mir ein paar nehmen. Ich muss mir einfach. Ja, stell mal den Korb ab und nimm es mit beiden Händen. Gefällt die dir wirklich? Du musst die nicht nehmen, nur weil sie mir gefällt. Das ist aber so schön. Ja? Und welche Farbe ist das? Steht es irgendwo? Lila. Lila? Okay. Mit ein bisschen Blau gemischt. Toll. Soll ich den Korb halten? Ist der schwer? Also wir haben gerade gesagt, ich halte Avas Korb, der ist ihr zu schwer. Ich habe hier noch Sachen gesehen. Ach du meine Güte. Das kann ich. Ich möchte wirklich unbedingt. Komm, ich trage dir den Korb wieder, das ist schon schwer. Hast du eigentlich gesehen, dass es da noch viel mehr Einhornsachen gibt? Ja, da sind so viele Einhornsachen. Da gibt es ja tatsächlich noch den Duft. Ja, du stehst direkt davor. Da sind noch mehr Einhörner? Ja. Es gibt ja nicht nur rosa, sondern auch blaue. Ich hatte neulich Ava hier schon mal ein paar Sachen mitgebracht.
das ist ausgepackt, dass das noch du kannst es gerne reintun. Und am Ende zählen wir dann alles durch und gucken, was du wirklich möchtest, ja? Da kann sich wohl jemand nicht richtig entscheiden. Das ist bunter Sand und bunte Steine. Damit kann man sich den Kopf massieren. Genau so. Aber komisch. Witzig, ne? Ich dachte, das war zum Kochen. Nee, das ist nicht zum Kochen. Das ist für eine Kopfmassage. Das ist eine komische Kopfmassage. Und guck mal, da hinten ist ein ganz kleiner Rechen. Links. Guck mal, neben dem Frosch. Neben dem Frosch? Ja, damit soll man Sand rächen, wenn man so kleine... Ja genau, sowas würde man damit durchrächen. Cool. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Sand. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir deinen Sandkasten wieder aktivieren im Sommer. Ja. Ich möchte es nur zum Dekorieren, mein Zimmer. Okay. Ich gehe jetzt wieder zum Sand. Ich nehme. Eva, du weißt, du darfst nur 5 Sachen am Ende mit heimnehmen. Ja, weiß ich. Ich würde mich für etwas entschieden. Okay. Umorientieren. Rosa! Na dann pack mal rein. Oh, ist das viel. Zum Glück habe ich schon ein Sandding. Ich bin mal gespannt, was wir am Ende wirklich mit heimnehmen. Hier sind so viele Sachen. Ein riesen Happy Birthday Teller. Ist der leicht oder schwer? Leicht. Der ist ja schön. Kannst du auch einen Kuhstellen schmecken? Der ist wirklich wunderschön. Sind noch mehr Geburtstagssachen? Schau doch mal, wie cool. Ich glaube, ich muss noch mal ohne dich hierher kommen. Du hast ja im April Geburtstag. Hier gibt es so viele Sachen. Seht ihr das mal an? Cool. Hier wird das andere mal gesehen haben. Toll. Das andere, das hier dann in der Luft wäre. Ach du meine Güte. ein Kaninchen nach. Was so macht was. Das liebe Aa? Das ist ja seltsam. Ich, Mama, ich bin jetzt fertig. Dann müssen wir hier durchgucken, was du behalten möchtest und was wir hier lassen. Ja? Guck mal, Schatz, jetzt müssen wir hier mal durchgehen. Du hast viel mehr eingepackt, als du darfst. Ja. Mehr als die 5 Sachen. Jetzt gehen wir die erstmal durch und sortieren aus. Die 2 Sachen natürlich. Na, dann pack deine Sachen mal hoch. Hallo. Kannst mir auch das Körbchen geben? Ich packe das schon aus. Danke. Hallo, jetzt sind wir zurück von Hanuna nach. Und wir
wollten euch gerne zeigen, was sich die Ava ausgesucht hat. Ich war total überrascht, was sie am Ende mitgenommen hat. Es waren ja mehr als 5 Sachen im Körbchen am Ende. Und ja, ich war echt baff, dass das ist, was mit nach Hause gekommen ist. Aber es war ja Evas Shopping-Trip. Du, wenn du das machst, können wir dich ganz schlecht verstehen. Es war ja Evas Shopping-Trip und deswegen durfte sie aussuchen. Wir haben übrigens bezahlt 12,75 Euro. Das war auch wirklich gar nicht so teuer. Und willst du mal zeigen, was du hast? Ich habe hier so einen Luftballon, der ist ein Einhorn. Dass ihr wisst, da drin sind auch Bälle in ihre Augen. Oh, abgestürzt. Mhm. Dass ihr wisst, wenn ihr so ein bisschen weiß seht in die Augen, soll ich euch nur sagen, ob ihr euch wundert. Ah, danke schön. Soll ich dir helfen da unten oder geht's? Nein, ich kann das. Okay, das soll wohl ein Emoji-Einhorn sein, wenn ich das so richtig angucke. Also es sieht aus wie das Emoji-Einhorn. Und das Ding hat gekostet. Steht der Preis noch drauf? Nee. Aber das kann ich ja hier auf meinem schlauen Zettel nachlesen. 3 Euro, 2,59 Euro. Was hast du noch? Dieses Pferd, das haben wir ja nicht eigentlich gefunden. Das stand irgendwo. Es war so süß, ich musste es einfach mitnehmen. Das ist auch ein Einhorn. So, und das hat gekostet 2,95 Euro und hat Regenbogen-Details überall. Auch super süß. Gut, also 2 Einhörner. Damit war ich noch okay. Also das konnte ich gut nachvollziehen. Das mag Ava auch. Jetzt kommen die Sachen. Da habe ich mich sehr gewundert. Ein Rechen und was ist das hier? Sand. Kleiner rosa Sand für 1,95 Euro. Das war wahnsinnig. Ah, guck mal, das kannst du auch ausziehen. Oh! Ich glaube, damit kann man sich auch den Rücken kraulen. Und warum hast du die 2 Sachen mitgenommen? Ich zeige euch das mal. Also, wenn ich nicht ins Zimmer muss und ich will das, muss das kribbeln, kann ich einfach mich verstecken und so machen. Aber warum wolltest du Sand in deinem Zimmer haben? Das verstehe ich nicht. Deswegen, weil du dekorierst immer dein Filmzimmer, jetzt wollte ich auch mal mein Zimmer dekorieren. Ah, okay, also du willst dein Playmobil so dekorieren, wie ich mein Playmobil für die Filme dekoriere. Und dafür ist das, jetzt verstehe ich das. Ich habe mich nämlich echt gewundert. Also ich konnte es nicht nachvollziehen, aber jetzt macht das Ganze Sinn. Und dann, jetzt müsstest du nur mal kurz aufhören. Und der Rechen hat gekostet... Also es ist wirklich ein Rückenkratzer übrigens, ein Teleskop-Rückenkratzer für 3,95 Euro. Ein Teleskop? Ja, man kann nicht durchgucken. Teleskop heißt in dem Sinne, dass man es ausziehen kann. Und als nächstes hast du dir dann Bonbons. Rock Candy steht da drauf. Boah, ich nehme dir das einfach aus der Hand. Und die haben gekostet 1,95 Euro. Und noch ein Herz. Ich habe mein gefuttert. Und das ist Mamas Herz. Mm, das haben wir geschenkt bekommen. Von der Kassenfrau. Von der Kassiererin. Für Valentinstag. Und das war alles. Ja. Alles. Ich wundere mich, was die Hanna mitgenommen hat. Ja, das müssen wir dann auch gucken. Wir sind auch schon ganz gespannt, was sich Hanna ausgesucht hat. Ob vielleicht was Ähnliches dabei ist oder ob sie sich was ganz anderes ausgesucht hat. Ja, ich hoffe einander. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch Avas Shopping Trip bei Nanunana gefallen hat. Schreibt uns unten in die Kommentare, wo Ava als nächstes shoppen soll. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, Lili. Tschüss. Bei Ava Jake Kanal. Geschichten und Spielzeug. Sie kann es nicht lassen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.